Ja, hallo, ich bin Pedram Schayer. Ich bin ein langjähriger Aktivist der außerparlamentarischen Linken in Deutschland. Und in den 90ern waren wir sehr beschäftigt mit Bekämpfung der Neonazis und damit den Helmut Kohl loszuwerden. In 2000er Jahren haben wir gegen Kriegspolitik und neoliberale Umbau unter rot-grüner Regierung gekämpft und sind viel auf internationalen Gipfel rumgehoppt, von Prag nach Genua und Evian gegen G8 gekämpft. Und als die 10er Jahre begonnen haben, brach die Revolution in Ägypten aus. Ich war natürlich total inspiriert von dieser Revolution und hatte den Luxus, eine Bekannte in Kairo zu haben, die ich dann auch ziemlich schnell nach der Revolution besucht habe. Aus dieser Bekannte wurde eine sehr gute Freundin und an der Revolution blieb ich seitdem auch kleben, wurde etwas süchtig und war oft in Kairo und habe das alles versucht zu verfolgen, zu verstehen, was dort passiert. Und ich war sehr inspiriert, als die ähnliche Form, wie da auf dem Tahrirplatz ausprobiert worden sind, dann auf einmal in Südeuropa experimentiert worden sind, in Syntagmaplatz in Athen und in Plaza del Sol in Madrid. Und bin dann auch in diesem Herbst nach Spanien gefahren, um Aktivisten dort zu treffen, um auch mich mit ihnen auszutauschen, zu vernetzen, eure Bewegung zu verstehen. Bin sehr inspiriert zurück und hoffe, heute euch einiges davon erzählen zu können.